Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen LP. Handelt sich um Shantae Half Genie Hero, der Nachfolger von Shantae and the Pirates Curse, das wir ja bereits LP'd haben. Unterschied diesmal ist nur, diesmal ist das Spiel für mich blind. Half Genie Hero spiele ich doch gerade jetzt hier. Pirates Curse hatte ich zuvor schon, glaube ich, zwei oder dreimal durchgespielt, deshalb kann ich da alles. Jetzt werde ich nicht alles kennen. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir gut durchkommen. Spiel von WayForward kam Ende letzten Jahres raus ungefähr. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt so sein wird. Ja, ich würde sagen, schauen wir einfach direkt ins Spiel rein. Genau, neues Spiel oder Option, zeig mal her, was kann man einstellen? Ja. Ist okay. Kann man so belassen. Gut, neues Spiel. Ja, ich glaube, wir nehmen den normalen Modus, denke ich mal. Spielt Hauptstory als Shantae, die Hype-Genie-Heldin. Kann auch einen Hardcore-Mode spielen, aber... Nee, und das hier ist noch ein Modus, den wir noch nicht haben. Okay. Also, ich spiele erstmal ganz normal. Soll ich das mal vorlesen? Hätte ich vielleicht tun sollen. Also wie war Hallo. Also wir haben auf jeden Fall irgendwo anscheinend ein bisschen Besuch und es ist die Frage, was los ist. Das ist ein schönes Häuschen. Der Arzt da gefällt mir auch sehr. Das ist sehr schön gezeichnet. Was haben wir hier? Wir haben ein Menü. Und wir können bisher nur springen und laufen. Okay, dann mal runter. Okay. Das ist noch nicht so viel. Gehen wir mal raus. Ah, das ist auch das Haus, was man auch in Pirates Curse hatte. Das ist in Scuttletown hier. Was passiert hier? Dass wir uns in unseren Nachtklamotten nach draußen wagen müssen. Wobei, ironischerweise, mit den Nachtklamotten hat die irgendwie mehr an, als wenn sie mit den normalen Klamotten rumrennt. So, was passiert hier? Okay. Ach, oh Onkel, du bist schon wieder in deiner Werkstatt eingeschlafen. Hä? Diese Falltür habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich frage mich, wo sie hinführt. Ja, schauen wir mal runter. Aha. Das war eine sehr gute Frage, wo die hinführt. Halt, da war was. Feuer. Ich dachte, hätte ich schon so ein Secret gefunden vielleicht, aber nein, das ist nur Feuer. Ärgerlich. Oh nein. Fledermaus. Ich kann sie nicht bekämpfen. Ich kann nicht kämpfen bis jetzt. Ist sie gestorben? Ah, die sind ins Feuer geflogen, oder? Jo, du fliegst mal ins Feuer hier. Aha. So kämpfen wir also jetzt. Komm mal her, ihr zwei. Schönes Feuer. So kann ich kämpfen, tatsächlich. Wenn die Gegner ins... Wow. Geht ja unter Feuer durch, ich glaub's ja nicht. Aber ich wollte nur gucken, wie wir so schön hier... krabbeln können. Hat sich also nichts geändert. Was ist das für ein Ort? Weiß Onkel überhaupt, dass das da unten ist? Da war schon wieder diese Stimme. Willkommen, Tochter der Genies. Wer hat das gesagt? Wer auch immer du bist, zeig dich. Hab keine Angst. Ja. Wenn da so ein Leuchtlicht kommt, ist das natürlich super. Ich werde dir nichts tun. Ein Bote aus dem Genie-Reich. Ich habe dich hierher berufen, um dich vor einer großen Gefahr zu warnen. Sehr bald wird ein Vertreter der Dunkelheit das Herz unserer Welt angreifen. Er will unsere Magie verderben und sie für seine eigenen egoistischen Zwecke missbrauchen. Mit unserer Kraft zu seiner Verfügung wird dieser Vertreter der Dunkelheit über unsere beiden Welten uneingeschränkt herrschen. Und niemand wird seinem Zorn entgehen. Oh nein, das klingt ernst. Wie stoppen wir ihn? Als eine Tochter der Genies hast nur du die Kraft, ihn zu besiegen. Ich? Aber wie? Ich werde dir helfen, wo ich kann. Hör dich nach meiner Stimme um und folge deinem Herzen, wie du es schon immer getan hast. Nur dann können unsere beiden Welten gerettet werden.
Warte, geh nicht! Was ist mit meiner Mutter? Ist sie bei dir? Ich kann dich kaum hören. Ist sie auch in Gefahr? Bitte sag es mir. Der hält sich sehr stumm gerade. Bitte, ich muss es wissen. Verlass mich nicht. Alles sehr komisch gerade. Also irgendeine Stimme aus dem Genie-Reich spricht also zu uns, ja? Okay. Speichern, ja, speichern klingt gut. Das ging schnell. Okay. Ach, Mann, oh Mann. Das war vielleicht ein krasser Traum. Ab jetzt keine Comics mehr im Bett. Ach, und dieser ganze Eimer Cookie-Eis hat wahrscheinlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Oh, lecker Cookie-Eis. Ich will auch. Das macht die mir voll Hunger. Tja, jetzt wo ich wach bin, ist es Zeit, Onkel zu treffen. Er ist wahrscheinlich in seiner Werkstatt und steckt bis zu den Knien in seinen Erfindungen. Wer weiß. So. Okay, mit B kann ich anreden. Ansonsten ist Menüführung A. Alles klar. Hallo. Item bleiben in deiner Fähigkeit anpasst. Okay. Drück Y, um die Hüften zu schwingen, ja? Baby. Okay, jetzt sind die Fragen, was es bringt. Vermutlich brauchen da noch irgendeine bestimmte Fähigkeit für. Achso, mit X kann ich auch anreden, alles klar. Ja, gut. Werkstatt. Hallo, Onkel. Den kennen wir ja auch schon. Guten Morgen, Onkel. Ich hatte letzte Nacht einen absolut verrückten Traum. Und du kannst mir gerne davon erzählen. Aber zuerst, hilf bitte deinem alten Onkel Mimik, ja? Klar, hat das etwas mit seiner neuesten Erfindung zu tun? Das wirst du schon sehen. Ein mechanisches Teil befindet sich gerade im Rückstand. Eigentlich sollte es heute geliefert werden. Ich habe deinen Freund Bolo zum Itemladen geschickt, um es abzuholen. Aber er ist noch nicht zurückgekommen. Das war vor über einer Stunde. Der Junge hat seinen Kopf immer in den Wolken. Ja, der hat bei Pirate's Cross auch in den Wolken gearbeitet, also von daher. Würdest du bitte dieses Ersatzteil für mich aufheben? Ach, wird gemacht, Onkel. Na gut, dann hole ich das Ersatzteil. Hallo. Kunstgalerie geschlossen. Oh, kein schönes Bildmaterial. Das ist natürlich ärgerlich. Hallo, Kleiner. Ich bin eine Medusa. Ich bin keine Medusa, keine Sorge. Skys Brüterei. Okay, Sky haben wir auch hier. Hallo, Sky. Und sie hat ihren Vogel wieder. Ach, diese kühle Meeresbrise fühlt sich toll an. Aber ich glaube, es wird heute wieder ein heißer Tag. Guten Morgen, Sky. Hast du Bodo gesehen? Sieh mal im Badehaus nach. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ist er in diese Richtung gelaufen. Okay, ins Badehaus. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Stimmen gemacht hatte, aber die klingen bei mir alle gleich von daher. Ah, ich kann doch zuschlagen. Aha. Okay, also wenn ich in der Nähe von NPC stehe, kann ich mit X auch anreden, aber ansonsten ist es zuschlagen. Na gut. Stimmenstatue, ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe schon mit dem geredet. Hallo, Bolo. Bolo, was machst du im Badehaus? Anscheinend die Dame da hinten stalken. Onkel wartet darauf, dass du ihm sein Paket bringst. Du bist im falschen Laden, du Hohlkopf. Diese Frau. Sie ist wie ein Badezimmerengel. Oh, Güte, Güte, nicht das schon wieder. Reiß dich zusammen. Ich kann nicht wegsehen. Ach, egal, ich hab mit dir reden. Ja. Ich wollte springen. Kann ich immer auch hier drin heilen? Weiß man nicht. Hallo. Guten Morgen und willkommen im Badehaus. Einem Ort, an dem du deinen Körper und Geist zu den entspannenden Klängen und Düften von schweißtreibender Hardcore-Vollgasentspannung regenerieren kannst. Geil. Normalerweise würde ich dir Rat zu deiner Aufgabe anbieten, aber momentan versuche ich irgendwie herauszufinden, wo die Quittung hingekommen ist. Derjenige, der diese Statue eines sabbernden Blödmanns da drüben geliefert hat, muss sie fallen gelassen haben. Was? Wie auch immer, falls du zu dem Laden nebenan gehst, nimm bitte diese Quittung mit. Ah, Kartenzettel. Nehmen wir mit. Und denk immer dran, falls du dich jemals verlaufen solltest, komme ich für einen kostenlosen Hinweis besuchen. Alles klar. Und jetzt, Bodo? Okay, der guckt weiter. Dann gehen wir weiter. Itemladen. Hallo. Wir machen ein paar Minuten auf. Ich hole es den Onkel ab, genau. Zeig mir die Quittung. Da, nimm die Quittung und gib mir dafür das Teil. Sehen wir hier noch. Jupp, hier ist deine Bestellung. Es hing an der Kiste mit den Festplatten. Ein Magnet. Das ist nicht gut für die Festplatten, wenn da ein Magnet dran war. Warum kommen die Festplatten überhaupt in der Welt hier? Egal, ich frage gar nicht. So, ich gehe mal kurz noch ein bisschen weiter, gucken, was hier noch ist. Ich kann das drücken, um den Subscribe.
Screen aufzurufen. Was ist das für eine Taste? Ah. Das ist, sah nicht wie ein Start-Icon aus, aber es ist Start. Okay, verschiedene Tänze kann man lernen, alles klar. Und Relikte sammeln. Na dann. Du bist eine Wache, das ist gut. Ja, Beschützer-Genie, genau. Ja, wenn ich nicht neben einem PC stehe, kann ich ja mit Monster angreifen, richtig. Und kann Vasen zerstören und Rubine sammeln. Okay, anscheinend war es in der Stadt. Gut. Dann können wir jetzt den Teil ja zum Onkel bringen. Das war die Brüterei, dann war hier die Werkstatt. Hallo. Ah, hast du etwas für mich? Natürlich. Ein Magneten. Ah, es ist hier. Mein Magnet ist endlich da. Es ist also Zeit, dir meine neueste Erfindung vorzustellen. Okay, was ist das? Ach, gute Güte, was ist das, Onkel? Etwas, das dir bei der Verteidigung der Stadt helfen wird. Ich nenne es den Dynamo. Das ist ein großer Dynamo. Dyno was? Dynamo. Es ist eine Vorrichtung aus der alten Welt, die ich wieder zusammensetzen möchte. Der Magnet, den du mir gebracht hast, gehört genau da rein. Hier, genau so, siehst du. Sobald sie fertig ist, wird diese Maschine genug Elektrizität erzeugen, um Scuttletown Tag und Nacht zu erhellen. Scuttletown wird absolut sicher sein. Und du könntest sie zur Abwechslung mal ausruhen. Ah, das ist großartig, Onkel. Wann ist sie fertig? Nun, es fehlen immer noch ein paar Teile, aber ich habe es schon fast geschafft. Als nächstes muss ich... Sehen wir mal hier nach. Ach, wo sind meine Pläne für den Dynamo? Letzte Nacht hatte ich sie noch, aber jetzt sind sie weg. Hast du schon im Keller nachgesehen? Keller? Meine Werkstatt hat keinen Keller. Aber da ist eine Falltür genau in der... Hm. Da, war die Pläne. Ah! Ein Tinkerbett! Der dreckige Pirat ist mit meinen Plänen davon gelaufen. Keine Sorge, Onkel, ich werde... War das Kanonenfeuer? Oh boy, jetzt sag mir nicht, dass die eine da wieder dran ist. Oh je. Klar, Tinkerbeds, Kanonen, das muss die sein. Wie hieß die nochmal? Whiskey Boots. Die Aktion kommt von der Hauptstraße. Ich muss los. Scuttletown wird angegriffen. Oh, sie hat doch geredet. Du wirst einen Flug brauchen. Geh schnell zur Skies Brüterei. Okay. Ich weiß nicht, warum ich einen Flug brauche, aber... Hallo. Piratenangriff. Hallo. Ich renne nicht weg. Gut. Die Piraten werden die Yacht in Stücke sprengen. Was sind Stücke? Man weiß es nicht. Sky, gib mir einen Flug. Sky! Ah, ich hab's gehört, die Hauptstraße wird angegriffen. Ich wollte dir einen Flug anbieten, aber keiner meiner Vögel ist groß genug. Außer... Außer was? Wrench, ich brauch dich. Bist du bereit, Shantae jetzt unseren neuesten Trick zu zeigen? Ah! Mega Wrench Metamorphose. What the fuck? Das ist ein großer Vogel. Wie hat er... Hier! Pfeife. Kann ich jetzt Wrench pfeifen? Eine Vogelpfeife? Ich erkläre alles später. Spring schon auf. Action. Das klang scheiße. Entspann dich. Wrench kann diese Größe mehrere Sekunden lang aufrechterhalten. Sekunden? Wähle einfach ein Ort aus und wir bringen dich dorthin. Okay, dann, ja, Scuttletown bringt gerade nichts, also Hauptstraße. Und da sehen wir auch schon die Übersicht, dass es Secrets gibt, aber wir wissen natürlich noch nicht, was. Das finden wir noch raus. Ah, und man kann da einfach speichern, wenn man das Gebiet betritt. Alles klar. Gefällt mir. Hier musst du absteigen. Ich habe sie zu deinem Subscreen zugefügt. Falls du jemals ein Taxi brauchst, geh zu deinem Subscreen und puste in die Pfeife. Alles klar? Okay. Schwöre Wunsch, um dich von ihm mitnehmen zu lassen. Alles klar. Dort findest du alle Items, die du sammelst. Ruf einfach deinen Subscreen auf, wenn du einen Flug brauchst und verwende die Pfeife. Alles klar? Ach, na Logo. Dann schau mal her, wie ich diesen Piraten einen Vorgeschmack meines seidigen Haarspitzes verpasse. Geh nur, du kannst dich auf mich verlassen. Auf mich kannst du dich auch verlassen? Ach, im Ernst, ich lasse dich wirklich nicht runter. Los! Wow. Oh, was ist ihr Problem?
Wow, war die fies. Hebt die mich erst nochmal hoch und dann schmeißt sie mich runter. Mega fies, ey. Okay. Oko, oko. Ih, Kanone. Das ist fies. Okay, wir sterben mit einem Schlag. Das ist gut. Alter, die Musik, ey. What the fuck? Ich hab mir erstmal voll das Lied. Das ist natürlich krass. Ach Gott. Ist ja gut, weil ich nicht direkt am Anfang sterbe. Ich bin auch irgendwie zu blöd gerade, ne? So ein Herz wäre nett. Ah, Herzen. Dankeschön. Moment, da unten war was. Nur eine Rettungsplattform, alles da. Aber anscheinend kann ich schwimmen. Das ist wichtig zu wissen, glaube ich mal. Alter, diese Musik, was ist das? Kriegt mir ja voll das Lied entgegengeschmissen. Achso. Kann ich die schieben? Ah ne, aber ich kann sie hinten in der Wand schlagen, alles klar. Ob es Copyright auf die Lieder gibt? Berechtigte Frage, würde ich meinen, oder? Okay, das ist fies gewesen. Ich ignoriere die einfach. So. Der da oben seine Sachen wirft. Einfach die hier besiegen. Das soll reichen. Ich muss nur sagen, ich hoffe, dass es nicht noch viel mehr wieder gibt, weil die dann doch ist irgendwie doch ein bisschen irritiert, wenn im Hintergrund dann gesungen wird. Aber es ist cool. Ich denke mal, so viel darf man sagen. So. Muss ich hier schwimmen? Ja, da muss ich rüber schwimmen, alles klar. Einmal zeigen, dass man schwimmen soll. Alter, mich irritiert das total gerade, ne? Das ist mega komisch. Okay, aber bisher komme ich gut klar. Vielleicht soll der oben stehen bleiben. Er kommt runter. Ich habe Gott, der bleibt oben. Aber er wollte nicht. Aber bisher geht das doch noch alles. Lass mich in Ruhe. Wie viele Rubine ich einfach farme, ne? Schon 112. Das erscheint mir ziemlich viel tatsächlich. So aus Pirates Curse Verhältnissen. Aber ich beschwere mich nicht. Wird wahrscheinlich heißen, dass man im Spiel eine Menge Rubine braucht, um seine Skills abzuwerten. Abzuwerten, genau. Wir werten heute Skills nicht mehr auf, sondern ab. Weil Skills sind doof. So, was haben wir denn jetzt Schönes? Speicherpunkt. Dann kommt doch jetzt garantiert ein Bosskampf, oder? Oh, okay. Noch ein bisschen andere Musik. Okay, das ist jetzt fies. Dass die Steinplattformen sich ja wechseln. Okay, die Musik ist krass irgendwie. Wer bist du denn? Wie komme ich zu dir? Ich glaube, ich komme zu dir noch gar nicht. Aber gut zu wissen, dass da jemand ist. Sind das die Secrets im Spiel, dass man irgendwelche Leute finden muss? Ja, da kommen wir auf keinen Fall hin jetzt. Muss ich ein bisschen abfinden, dass ich da noch nicht hinkomme. Da oben kommt auch noch nicht ran. Ich brauche irgendwie eine Fähigkeit, um Wände hochzuklettern oder hochzuspringen. Aber die kriege ich hoffentlich dann noch irgendwann. Moment. Braucht irgendwie nichts. Nee, braucht aber nichts, die ganzen Blöcke wegzumachen. Schade. Ich bin einfach aus dem Feuer rausgesprungen. Die ganzen Tinkerbats. Achso, das war gerade zu mir gebeugt. So, jetzt. Ups. Und. Gott, ich bin dumm. Ich war mir gerade unsicher. Will ich nach rechts oder den richtigen Weg?
Wow, stimmt, das waren ja zwei. Will ich nach rechts für den richtigen Weg oder will ich nach links? Für die Vasen, aber ich glaube, Vasen sind schon cool. Weil Rupies. Aber ja, da oben komme ich auch wieder nicht ran. Springen müsste ich auch. Aber wir haben ja Zeit. So, jetzt haben wir es auch geschafft hier. Es wird schön, wenn wir das hier nochmal backtracken dürfen irgendwann. Für Secrets. Wenn man das überhaupt darf. Aber warum nicht? Das wäre die nächste Frage, ne? Ich meine, das ist ein Spiel, was vom Backtracking lebt auch. Oh, eine Blume. Ich meine, ich habe auch keinen Tänzer, okay. Wahrscheinlich kann ich irgendwann mit den Tänzen was mit den Blumen machen. Das können wir vorstellen. Das muss einen Sinn haben, dass die da so versteckt war. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich schätze mal, das sind alles Sachen, die ich dann noch im späteren Verlauf des Spiels lernen werde. Alle Piraten sind Tinkerbats. Das bedeutet, dass nur ein hinter diesem Angriff stecken kann. Na, wer wohl? Whisky Boots. Genau. Hab ich's doch. I thought so. Sie redet schon für mich gerade. Nenn mich die Königin der sieben Weltmeere, wenn ich bitten darf. Du bist ganz die Alte, wie ich sehe. Da muss ich erstmal husten, weil die ganz alt ist. Freust du dich etwa nicht, mich zu sehen? Ach, wie auch immer. Ich habe, wofür ich gekommen bin. Suchst du das hier? Tatsächlich schon, ja. Onkels Bauplan. Gib das zurück. Und ganz egal, was in diesen Plänen steckt, ich will sie haben. Wie sonst könnte ich meinen Platz als rechtmäßige Herrscherin über Land und Meer einnehmen? Nun tritt zurück oder spüre die Macht meines part-omni-organischen, partiell-titanischen, ozean-optionalen Tinkerslack. Stimmt. Das ist eine Schnecke. Das ist kein Boden, das ist eine Schnecke. Pooptut? Wow. Wow. Muss ich screen, sorry. Nenn es nicht so. Männer. Sichern und laden. Zeigen wir dieser Göre, was wir drauf haben. Alles klar, Tinkerslack. Nenn es nicht Pooptut. Warum nicht? Schade. Okay, wir haben eine Glocke. Da oben ist explosives Fass. Okay, das war jetzt ziemlich einfach eigentlich. Und dann muss ich das Ding hauen. Alles klar. Das verstehe ich, glaube ich. Ah, okay. Ich muss immer die Glocke drücken. Und dann kriege ich ein neues Fass. Wow, die schießt. Fängt die einfach an zu schießen. Ich glaub's ja nicht. Au. Nicht gut. So. Gib mir das Fass. Aber diesmal schießt sie nicht. Sehr gut. Weil der Bosskampf geht tatsächlich eigentlich. Das ist gar nicht so schlimm. Da bin ich reingedodged. Dankeschön. Und zack. Stirb, Schnecke. Na also. Warum explodiert die Schnecke? Die arme Schnecke. Die explodiert. Das Gameplay vibriert wieder ganz dezent. Ganz dezent. Gib mir die Pläne, Whisky Boots. Du hast es also geschafft, die Oberhand zu gewinnen. Aber du verzögerst lediglich meinen unabwendbaren Sieg. Aber wir haben die Pläne wieder. Das ist die Hauptsache. Nimm ich gerne. Ach, bis zum nächsten Mal, Winzling. Beweg dich, du Lümmel. Entschuldigung. Und komm nicht wieder. Hey, wie gefällt dir das? Es ging auch zur Abwechslung mal sehr schnell. Ich sollte diese Baupläne besser zu Onkel zurückbringen. Und dann können wir jetzt die Boss hier verlassen, ja? Ah, wollt ihr. Achievement? Nennen es nicht so. Sehr gut.
Okay, also haben wir quasi hier in dem Spiel so Welten, die wir bezwingen müssen. Das ist nicht so levelmäßig, sondern einfach eine Welt. Alles klar, verstehe ich. Tochter der Genies, willkommen im Genie-Reich. Nimm diese Verwandlung und trete ins Licht. Verwandlung? Affentanz, okay. Ach so, mit den Tänzen kann man uns verwandeln. Um unpassierbare Wände zu erklimmen, drücke Y, um zu tanzen. Alles klar. Ah, jetzt kann ich Wände hochklettern damit. Ah. Alles klar, das verstehe ich. Das heißt, mit der Fähigkeit könnte ich eigentlich schon durchaus Secrets in dem einen Level da holen. Wenn ich so wollte. Ha, aber will ich da jetzt schon rein dann? Weil eigentlich ist es ja sinnvoller, wenn ich die ganzen Welten erst betrete, wenn ich alle Tänze habe, oder? Also wenn ich alle Fähigkeiten nutzen kann. So, für den Fall der Fälle. Hm, mal schauen. Und Whisky ist danach einfach davon gesegelt. Sie ist mir entwischt. Tut mir leid, Onkel. Schon gut. Sie ist positiv. Jemand wurde verletzt und du hast es geschafft, die Pläne zurückzubringen. Oh, der Bürgermeister. Tja, du bist gefeuert. Schon wieder? Ja, die Hauptstadt liegt in Trümmern und die Piraten treiben immer noch ihr Unwesen in der Stadt. Ich werde also eine Anzeige schalten und dann nach einem neuen Schutzgenie suchen. Einen, der diese Piraten ein für alle Mal beseitigen kann. Heutzutage beschützen sehr viele Halbgenies die Städte. Einer von ihnen wird früher oder später in eine Küstenstadt umziehen wollen. Kostenlose Miete, atemberaubender Meerblick, geringfügiger Fischgeruch. Bewerben Sie sich jetzt. Wird die in jedem Spiel gefeuert? Meine Miete war nie kostenlos. Ach, ignorieren einfach. Er wird sich schon wieder beruhigen, sobald der Dynamo fertig ist. Wie du meinst, Onkel. Ich sollte mich sofort wieder an die Arbeit machen. Wieso schaust du nicht, ob jemand in der Stadt eine Hilfe benötigt? Na gut, viel Glück, Onkel. Ich bin ready to go. Wenn mich jemand braucht. Oh. Arme Chantal.